Wieso? 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 Wieso sollte ich etwas heilen wollen, was eh zum Tode verurteilt ist? Was sterben wird, ist es schon tot? Hab ich jemals gelebt? Gehört habe ich's, das eine und das andere. Selbst von mir habe ich gehört. Ich habe gehört, dass es mich gibt und dass ich in der Zwischenzeit achtsam und zärtlich zu mir sein sollte. Mich als Wesen anerkannt habe ich nicht die Wahl, ob ich es will oder nicht. Es fragt mich nicht, denn es gibt es nicht als etwas, was mich fragen könnte. Doch ich kann mich fragen, ja, magst du nicht sanft zu dir sein, in dem Gefühl, dass du von dir dich selbst getrennt fühlst, als ein Ich, das in dem Glauben besteht, es hätte eine Geschichte, einen Körper, es sei der Besitzer von Erfahrung. So, wie war das noch einmal? Wie war das noch einmal? Als ich hörte, dass es Leiden nur gibt, als eine psychische Krankheit, wo eine Energie, die als unangenehm empfunden wird, zusammen mit einer Geschichte zu etwas wie meinem Schmerz und meinem Leiden gemacht wird. War das so? Hörte ich das einst? Wer war das nur, der diesen Schmerz hatte? Noch vor wenigen Augenblicken blickte ich in den Spiegel. Was sah ich da? Ein Gesicht, Augen, Haut, Haare, Falten. Ich konnte mich nicht wirklich erkennen. Ich dachte, was ist das? Wie siehst du denn aus? Wer soll das sein? Es war so weit weg, dieses Spiegelbild. So weit. Dort in diesem Spiegel nicht zu greifen. Und langte ich hin und wollte mich greifen im Spiegelbild, spürte ich nur. Wirklich? Wo ist der Besitzer von Erfahrung? Wer ist der Besitzer? Du weißt, dass deine Fragen aus den Antworten geboren sind, die du schon lange hast. Doch du willst sie gar nicht hören. Denn mit der Antwort stirbt die Frage. Und ist die Frage tot, spielt die Antwort auch.